Heyo, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. Heute zeige ich euch, wie wir sowas hier machen. Und zwar ist das eine Ente von der Rotisserie. Super saftig, super knusprig. Und was wir dazu brauchen und wie wir das gemacht haben, das zeige ich euch jetzt gleich. Um so einen super knusprigen Vogel hinzukriegen, brauchen wir natürlich erstmal eine schöne Ente. Die habe ich jetzt gute 3 Stunden schon mal draußen liegen lassen, habe sie abgetrocknet, dass die Haut ein bisschen trocken wird. Die ist ausgenommen. Hier habe ich das Fett, was hier immer noch mit dran ist, zum größten Teil weggeschnitten. Die Flügelspitzen habe ich auch gekappt. Da habe ich mir eine leckere Soße von gemacht. Und was braucht man dann noch? Dann braucht man natürlich erstmal einen Drehspieß für die Rotisserie, dann Küchengarn, Zahnstocher, Salz, Majoran, ganze Pimentkörner, Kümmel, gemahlen, Wacholderbeeren, Beifuß, grob gemörserten Pfeffer, ein paar Schüsseln, natürlich ein scharfes Messer und ein Brett. Dann brauchen wir für die Füllung, habe ich hier Orangen 1,5 und einen Apfel. Dann brauchen wir für den Soßenansatz bzw. für das, was wir dann unten in die Auffangschale reingeben, ein bisschen Lauch, 3 Zwiebeln, eine Karotte, Sellerie und 2 Lorbeerblätter. Wir fangen an mit der Füllung. Dazu nehmen wir uns die Äpfel, entkernen die grob und schneiden die in so grobe Stücke in die Schüssel hinein. Kerngehäuse gut raus, Schale kann man glaube ich dran lassen. Manche füllen natürlich ihre Ente auch mit Maronen oder mit, in Thüringen wird das übrigens sehr gerne gemacht, dass die mit Hackfleisch gefüllt wird, schmeckt auch sehr lecker. Für die Äpfel würde ich sehr empfehlen, säuerliche Äpfel zu nehmen. Boskop zum Beispiel ist da nicht schlecht. Die Füllung dient im Prinzip eigentlich nur dafür, dass man, dass die beim Braten bzw. beim Grillen, so wie wir es heute machen, von innen, dass da anständig Feuchtigkeit drin ist, dass das Fleisch nicht austrocknet. Die Orange können wir hier grob schälen. Die Katze hat auch was zu melden, wie immer. So, und dann würde man ja normalerweise die Ente von innen würzen, also mit Salz, Pfeffer, welche Gewürze auch immer man da gerne nimmt. Ich zeige euch heute mal einen Trick, wie man dieses von innen würzen, was ja immer auch ein bisschen, ich sag mal jetzt, unschön aussieht, sich vereinfachen kann. Und zwar würze ich nicht die Ente von innen, sondern ich würze die Füllung. Da können wir jetzt also von innen anständig, also hier in die, auf die Äpfel und auf die Orange die Würze geben. Salz, Pfeffer, großzügig. Beifuß. Beifuß passt perfekt zur Ente. Majoran. Und was ich persönlich sehr mag, das ist aber auch nicht jedermanns Sache, ist Kümmel. Also an eine Gans oder an eine Ente muss anständig Kümmel dran. So, und dann hätte man im Prinzip die Füllung schon fertig. Jetzt verrühren wir das ein bisschen, dass die Gewürze überall an das Obst rankommt. Und dann kann man den Vogel im Prinzip schon füllen. Ist mir gerade noch was eingefallen. Ich nehme für die Füllung mal noch eine
Zwiebel, die kann man auch grob vierteln. Zwiebel verdirbt nichts. So, und jetzt geht's schon ans Füllen. So einfach großzügig. Die Masse, das Obst, Zwiebeln in den Vogel hinein. Kann man ruhig ein bisschen reindrücken. Und vor allen Dingen Würze nicht vergessen. So, und jetzt gilt es, den Vogel für den Spieß fertig zu, oder die Ente für den Spieß fertig zu machen. Und dazu werde ich sie jetzt ein bisschen binden mit Küchengarn und anschließend von außen noch würzen. Bevor es ans Binden geht, machen wir uns schnell noch das Gemüsebett für den Bräter fertig. Dazu reicht es aus, wenn er die Zutaten, also die Zwiebeln, die Karotte, den Sellerie und das Lauch in relativ große Stücke schneidet, weil das wollen wir dann nachher für den Soßenansatz natürlich abseilen. So, dann hätten wir hier im Prinzip das Gemüsebett, das reicht im Prinzip schon. Dazu kommt einfach nur noch zwei Lorbeerblätter, dann ein paar Wacholderbeeren, ein bisschen Piment. Salzen brauchen wir das jetzt erstmal noch nicht, weil ich die Ente nachher noch mit Salz bestreue bzw. besprühe und das tropft dann runter und dann denke ich mal, ist die Soße salzig genug. Das gieße ich jetzt noch mal kurz mit ein bisschen Wasser an. Machen wir noch ein bisschen Wasser dazu. Soll schon reichen. Und dann ist das im Prinzip die perfekte Auffangschale, um sie dann unter die Ente zu stellen. Zum Binden der Ente gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Die einzige Problematik ist die Bauchöffnung, wo wir das Obst reingemacht haben, gut zu verschließen, damit uns das dann nachher auf dem Grill nicht rausfällt. Dazu nehme ich hier so Zahnstocher, mache die so alle 1,5, 2 cm, wie auch immer, steche ich die einmal durch, dass das schön verschlossen ist. In etwa so. Jetzt habe ich hier Küchengarn, kann man sich schon großzügig was abschneiden, dann halbiert man das so in etwa. Dann fängt man mit der Mitte an, legt die hier so drumherum und dann kann man das über Kreuz mal so um diese Zahnstocher drumherum legen. Das bewirkt, dass man dann die Öffnung
relativ dicht verschlossen kriegt. Und dass man dann auch gleich die Keulen noch an den Vogel legen kann. Je dichter die Ente gepackt ist, also je weniger absteht, desto besser ist das, weil dann kann das auf dem Spieß dann nachher nicht mehr verbrennen. Jetzt lege ich das einmal hier so rum, um gleich auch noch die Flügel mitzunehmen. Dreh den Vogel einmal. Muss man den Hals nicht verschließen? Ja, den können wir nachher auch noch verschließen. Aber im Prinzip haben wir jetzt hier die Flügel schon mal schön dicht am Tier dran. Jetzt ist es immer schön, wenn man ein helfendes Händchen hat, was einem den Knoten draufsetzt. Und dann wäre im Prinzip das erste auch schon erledigt. Den Rest schneiden wir uns ab. Jetzt gucken wir mal kurz nach dem Hals. Dazu können wir uns auch wieder ein paar Zahnstocher nehmen. Hals wäre hier in dem Fall. Ja, wobei. Ja, komm. Jetzt einmal durch. Einmal unten, einmal den Rest von dem Bümpfaden. Dann im Prinzip genauso wie mit der Bauchöffnung. So einmal so rum, über Kreuz, hier um das andere. Hier können wir uns dann einen Knoten legen, fest zuziehen. Knoten drauf, fertig. Ja, jetzt geht es darum, das schön von außen noch zu würzen. Da jetzt natürlich die Flüssigkeit von innen, von dem Obst, von der Orange relativ gut ausläuft, tue ich es ein bisschen trocken. Aber der sieht schon sehr schön kompakt aus. Jetzt von außen gewürzt. Richtig großzügig salzen, also das ist sowohl bei Gänsebraten als auch bei Enten extrem wichtig, dass wir den von außen richtig schön salzen, weil das bewirkt, dass es eine große Haut gibt. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kümmel, gut einreiben. An die Keulen, einmal umdrehen, anständig salzen. Naja, wieder geschimpft ist, weil ich wahrscheinlich mehr die Küche gesalzen habe als das Tier. Pfeffer und etwas Kümmel. Und dann schön verreiben. So, damit wäre die Würzung im Prinzip schon fertig, viel mehr muss man gar nicht machen. Und jetzt geht es darum, das Tier aufzuspießen. Ich habe hier den Spieß von der Rotisserie. Da geht man am besten von hinten bei. Aufpassen, dass man sich nicht in den Finger sticht. Und setzt es relativ mittig an. Gegenklaue noch. Na. So, dann probieren wir mal, ob es gut ausgewuchtet ist. Perfekt, hängt nur am Gewicht jetzt nach unten, das regle ich nachher nochmal ein. Und dann können wir es im Prinzip schon auf den Grill legen. Den habe ich auf
180, 200 Grad schon vorgeheizt, nur mit dem Heckbrenner. Und wir sehen uns gleich am Grill. Am Grill, wie gesagt, also auf, ich schätze jetzt mal so 180 Grad, 190 Grad Deckelthermometer-Temperatur eingeregelt. Können wir uns den Vogel jetzt auf die Rotisserie stecken. Wie gesagt, ich habe nur den Heckbrenner an. Die Auffangschale stellen wir uns also unten runter. 180 Grad. Und jetzt sagt man so gut pro Kilo circa eine Stunde. Wir machen es mit dem Kannenthermometer dann hier im Keulenbereich. Nach einer halben Stunde fange ich an, den Vogel zu bepinseln mit einer Wassersalzlösung, damit die Haut nochmal richtig knusprig wird. Und dann schauen wir weiter. In einer halben Stunde hole ich euch nochmal mit dazu. Nach den ersten 20 Minuten, ich habe mir hier so eine kleine Sprühflasche mit Salzwasser gemacht. Schauen wir mal nach. Da ist noch nicht wirklich viel passiert, aber wir können den Vogel großzügig mit dem Salzwasser mal ansprühen. Wie gesagt, das Salz zieht die Feuchtigkeit aus der Haut und bewirkt, dass die Haut dann anschließend richtig schön knusprig wird. Jetzt lassen wir den noch drinnen. Gucken in einer halben Stunde noch mal nach und dann sehen wir uns wieder am Grill. So, nach ungefähr einer Stunde schauen wir mal, was wir für eine Ferntemperatur haben. Also angestrebt sind ungefähr so 74 Grad. Am besten ist, man misst das hier zwischen Keule, also ja, zwischen Keule und Körper. Da haben wir jetzt ungefähr, ja, gute 68 Grad. Heißt, braucht noch ein bisschen. Sieht aber alles in allem schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt lassen wir sie einfach noch ein bisschen weiter drehen, wenn sie dann irgendwann wieder die richtige Richtung findet. Und so, ich denke mal, in einer halben Stunde schauen wir noch mal nach. So, nach circa knapp 2 Stunden sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt werde ich die Schale hier rausnehmen, weil ich natürlich nicht möchte, dass die Flüssigkeit jetzt hier noch im Garraum ist und jetzt kriegt es noch ein bisschen trockene Hitze. Und ich sag mal so, in circa 10 Minuten gebe ich noch mal richtig voll Stoff mit allen Brennern und einem Heckbrenner, dass die Haut richtig aufgeknuspert wird. Und dann, denke ich mal, haben wir ein relativ sehr gutes Endprodukt. Ich könnte noch mal sprühen. Sprühe ich noch mal. Das riecht absolut richtig gigantisch. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich so eine Ente auf dem Drehspieß mache. Schauen wir mal, wie es wird. Und wir sehen uns in 10 Minuten, wenn ich hier nochmal richtig Vollstoff gebe. Jetzt kurz 5 Minuten bevor, oder sagen wir mal 10 Minuten bevor es fertig ist, ist die Haut natürlich noch nicht wirklich richtig kross. Deswegen gebe ich jetzt hier nochmal richtig Gas. Also den Heckbrenner auf volle Granate und unten drunter zünde ich auch noch mal. Das braucht dann, ja, ich schätze mal so 3, 4, 5 Minuten, dann ist die Haut richtig kross und dann können wir im Prinzip schon anrichten. Okay, die letzten 3, 4 Minuten haben wir so noch mal bei offenem Deckel und voller Brennerleistung laufen lassen und jetzt sieht sie perfekt aus. Die Haut ist super schön knusprig
Den Drehspieß können wir ausstellen. Grill aus. Und im Prinzip können wir jetzt zum Probieren gehen. Kommen wir zum sehr, sehr angenehmen Teil vom heutigen Tag. Und zwar zum Probieren. Wir schneiden uns die Ende mal auf. Man sieht hier sehr schön, das Fleisch ist rosa. Ich nehme mir jetzt mal einfach so ein Stück aus der Brust zum Probieren. Und dann rein in die hohle Birne. Also selbst die Brust, die bei der Ende manchmal wirklich trocken werden kann, die ist extrem gut saftig, schmeckt hervorragend, ähnlich wie bei dem Zitronenhuhn vom Drehspieß, was ich auch schon mal als Video gemacht habe. Also das zeigt einfach nur, dass wenn man so einen Vogel auf einer Rotisserie hat und sich das Tier dreht und sich die Fleischsäfte während des Grillvorgangs im Prinzip permanent richtig gut verteilen können, dann wird überhaupt nichts trocken. Es schmeckt wirklich fantastisch. Und wenn euch das Video gefallen hat, probiert es einfach mal aus. Ich würde mich ganz, ganz dolle über weitere Abonnenten freuen, über einen Daumen nach oben oder über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, backen ist nicht kochen.